in Word Kubikmeter M3 ersetzen durch M hoch 3. Mein Name ist Pirmin Lehnherr. Ich erhalte immer wieder Texte mit M3 statt M hoch 3 und mich stört das. Wie ersetze ich das? Klar, ich könnte hier die M3 hochstellen, hier hochgestellt, aber wenn ich hier suche und ersetze, dann funktioniert es nicht. Wie geht das? Es gibt zwei verschiedene M hoch 3. Das hier habe ich hochgestellt, aber es gibt auch noch ein Sonderzeichen hoch 3. Also füge ich hier ein, einfügen, Symbol, weitere Symbole und hier steht hoch 3. Einfügen, schließen und diese hoch 3, es sieht auch ein bisschen anders aus. Die sieht zwar hochgestellt aus, ist aber gar noch nicht hochgestellt. Das heißt, ich könnte die auch noch hochstellen. Also jetzt hätte ich es noch hochgestellt. Ich mache das aber wieder zurück, denn das ist einfach eine Ziffer, die hochgestellt aussieht. Und wenn ich jetzt suche und ersetze, dann funktioniert es. Ich markiere das hier, das Richtige. Ctrl-C, ich nehme das in den Zwischenspeicher. Gehe zu Ersetzen und schreibe hier oben Suchen nach M3, Ersetzen durch Ctrl-V. Ich füge das nun hier ein, M hoch 3 und sage alle ersetzen, dann funktioniert's. Hier noch drei Hinweise. Ich würde Folgendes einrichten. Dieses M hoch 3 könnte man auch so erzeugen. Ich drücke die Taste M und jetzt drücke ich die Alt-Taste, lasse sie gedrückt und auf dem Zahlenfeld tippe ich ein 252, lasse die Alt-Taste los und jetzt ist das richtige hoch 3 hier. Oder ich nehme das hier in den Zwischenspeicher, Ctrl-C, gehe zu Datei, Optionen, Dokumentprüfung, Autokorrekturoptionen und hier würde ich eintippen M3 und hier hinten das richtige Ctrl-V, M hoch 3, hinzufügen, OK, OK. Das hat den Vorteil, wann immer ich nun das falsche M3 schreibe und einen Leerschlag mache, dann spuckt es das richtige M hoch 3 aus. Und wenn ich suche und ersetze, ersetzen. Ich suche nach M3 und hier könnte ich nun wieder mit Ctrl-V dieses M hoch 3 einfügen oder eben M, Alt-Taste 252, Alt-Taste loslassen, dann kommt da die hoch 3 und ersetzen, das würde auch funktionieren. Das war's.